Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, verehrte Pressevertreter, der AfD-Kreisverband Peine und der Landesverband Niedersachsen heißen Sie alle hier im Forum an der Fusestadt in Peine zu unserer Europawahlkampfveranstaltung herzlich willkommen. Ich begrüße unsere Landes- und Fraktionsvorsitzende im Niedersächsischen Landtag, Frau Dana Gut. Außerdem freue ich mich sehr, dass Per Lilienthal als Mitglied des Niedersächsischen Landtages meiner Einladung gefolgt ist und heute ebenfalls hier zu uns sprechen wird. Des Weiteren heiße ich alle Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Niedersächsischen Landtages und selbstverständlich alle Förderer und Freunde aus den überregionalen Kreisverbänden herzlich willkommen. Ja, wie Sie in den letzten Tagen und Wochen in der Presse mitverfolgt haben dürften, ist es für unsere Partei alles andere als einfach, geeignete Hallen zu finden, in denen wir unsere Veranstaltungen durchführen können. In Bremen wurde unlängst die Betreiberfamilie des Veranstaltungsortes eine Morddrohung ausgesprochen und in Seevetal hat man in unannehmbaren Vertragsmodalitäten letztlich unseren geplanten Landesparteitag verhindert. Im Gegensatz dazu sind die Verantwortlichen hier des Peiner Forums von der ersten Minute an sehr fair, transparent und sehr konstruktiv mit uns umgegangen. Hier wird die Meinung vertreten, dass in diesem Haus alle demokratisch gewählten Parteien gleich behandelt werden. Ich möchte mich herzlich bei dem Kulturring Peine für die Nutzung des Forums heute bedanken. Und jeder von uns kann sich vorstellen, dass die Mitarbeiter und die Geschäftsführung nicht nur Applaus geerntet haben, aber das, liebe Freunde, wollen wir an dieser Stelle nachholen. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Politikbegeisterte, der heutige Abend soll Ihnen die Gelegenheit bieten, Politik hautnah zu erleben. Sie haben die Möglichkeit, auch wenn Sie im Moment vielleicht eine andere politische Meinung vertreten, konstruktiv und sachlich mit uns zu diskutieren. Leider sind nicht alle unserer Einladung gefolgt. Das Peiner Bündnis für Toleranz, federführend hier die Grünen, das wieder einmal in Gänze das Gegenteil von dem zeigt, wofür sie eigentlich stehen, hat mobil gemacht und trällert draußen seinen Unmut vor sich hin. Im Kreistag haben wir den Grünen die Umweltthemen bereits abgenommen und sinnvolle Umweltanträge durchgesetzt. Das führt natürlich zu großem Unmut, aber mit Plastik-Einwegflaschen im Umweltausschuss zu sitzen, ist für die Grünen bezeichnend. Vergangenheit mit Sicherheit, die besten Ideen der Grünen sind Vergangenheit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den letzten 100 Jahren haben gerade deutsche Politiker immer wieder gravierende Fehler in Bezug auf Europa und unsere Nachbarn begangen. Man könnte also annehmen, dass die Politik der heutigen Zeit aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Analysiert man nun die aktuellen Verhältnisse in der Europäischen Union, dann kommt man relativ schnell zu folgenden Erkenntnissen. Zu keinem Zeitpunkt in den Jahren nach Kriegsende waren die Zustände in Europa so unruhig, die Völker so gespalten und das Vertrauen der Menschen in die Politik so belastet wie heute. Das Brexit-Referendum von 2016 ist ein deutliches Zeichen für die verlorene Reputation der EU gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Nationalstaatliche Souveränität zu bewahren oder wiederherzustellen, das ist eine unserer wesentlichen Positionen. Es ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, wieso hoheitliche Machtbefugnisse aus den nationalen Parlamenten ohne Not an die EU abgegeben werden. Der europäische Föderalismus strebt die Vereinigten Staaten von Europa an. Deutschland soll ein Bundesstaat werden. Eine grauenhafte Vorstellung, wie ich finde. Die europäische Vielfalt, für die wir viele Jahrhunderte in Europa gestritten und gekämpft haben, soll jetzt zum Einheitsbrei sozialistischer Tagträumer werden. Die Antwort darauf ist nein, nicht mit uns. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an das Wahlwerbeplakat 1999 von der CDU mit der Frage, ob Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen müsse. In roter Schrift stand daneben ein ganz klares Nein. Ein paar Milliarden Euro
und 20 Jahre weiter wissen wir, wie hoch der Wahrheitsgehalt des CDU-Wahlplakates von damals war. Ja, unsinnige Verordnungen in der EU, wie der einheitliche Krümmungsgrad einer Gurke oder der Durchmesser eines Apfels, sind ja noch irgendwie putzig. Aber wussten Sie, dass eine Pizza Napoletana maximal 4 cm dünn sein darf und einen Durchmesser von höchstens 35 cm haben darf? Dazu weitere EU-Empfehlungen im offiziellen Amtsblatt. Die Teigware soll weich und elastisch sein und sich zusammenklappen lassen. Es gibt aber auch sinnvolle EU-Verordnungen, wie zum Beispiel die Gesetze für die Sicherheit von Seilbahnen. Die Frage ist nur, warum müssen Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ein solches Gesetz erlassen? Dort gibt es keine Seilbahn. Aktuell ist das Aufschreien der Altparteien in ganz Europa zu hören. Marine Le Pen liegt in Frankreich knapp vor Macron. Österreich hat schon konservativ gewählt, Italien ebenso, Polen und Dänemark auch. In diesen Ländern hat man wieder das Gefühl, dass Politik im Interesse der Bürgerinnen und Bürger gemacht wird und nicht umgekehrt. Europa wählt jetzt eben konservativ und die Altparteien feuern in jeder Talkshow und bei jeder Gelegenheit ihre Giftpfeile in unsere Richtung ab. Aber demokratische Strukturen leben doch von Veränderungen. Wenn eine politische Konstellation nicht mehr funktioniert, dann gehört sie von den Bürgern abgewählt. Man spürt, dass den Europäern die Lust am Neosozialismus der europäischen Altparteien längst vergangen ist. Aber wie ernst kann man eine EU mit Führungspersönlichkeiten wie dem Euro-Eulenspiegel Jean-Claude Juncker, Sie wissen schon, die Partygranate aus Luxemburg, noch nehmen? Dieser möchte verhindern, dass die Konservativen, egal wie viele Stimmen und Sitze sie im Parlament erlangen, keine hohen Posten bekleiden sollen. Juncker steht eben für Vielfalt und wenn es nur bei seinen farblich unabgestimmten Schuhen ist. Die offenen Grenzen innerhalb der EU werden uns immer wieder als ein großer Gewinn von Freiheit verkauft. Aber die Freiheit geht zulasten unserer Sicherheit. Warum erscheint es so unzumutbar für einige, wenn eine Landesgrenze zu einem Nachbarstaat kontrolliert wird und man etwas Wartezeit einplanen muss? Ich frage mich, ob es diesen Leuten wirklich nicht wert ist, einen Beitrag zur Terror- und Kriminalitätsbekämpfung zu leisten. Für mich persönlich steht Sicherheit vor Wartezeit. Als beim G20-Gipfel umfassende Grenzkontrollen eingeführt werden wurden, konnte die Polizei hunderte Straftäter an den Grenzen festnehmen. Der Attentäter von Berlin hätte es niemals bis Italien geschafft, wenn die Grenze kontrolliert worden wäre. Im Westen des Kontinents, in Frankreich, demonstrieren die Gelbwesten unerschütterlich gegen die bürgerfeindliche Politik ihres Präsidenten. Macron denkt nicht im Traum daran, nachzugeben. Der französische Präsident möchte gerne eine Führungsrolle in Europa übernehmen, bei der sich die Deutschen weiter in der Rolle des Zahlmeisters abfinden sollen. Die Engländer werden sich nicht einig, wann sie wie, mit wem und zu welchen Bedingungen aus der EU ausscheiden wollen. Das Laienschauspiel im britischen Abgeordnetenhaus erinnert irgendwie an ein Drama in Dauerschleife. Zu allem Übel müssen die Briten jetzt auch noch Europawahl spielen und dann im Herbst ohnehin den EU-Stuhlkreis wieder verlassen. Dänemark hat sein Asylrecht verschärft und nimmt Migranten nun ihr Geld ab und prüft Mobilfunkgeräte zur Herkunftsbestimmung. Italien kontrolliert seine Grenzen und verbietet sogenannten Seenotrettern die Nutzung der italienischen Seehäfen. Immerhin konsequent, was Salvini im Interesse seiner Landsleute durchsetzt. Polen lässt sich nicht auf eine Migrationsquote ein und Ungarn hat dem ganzen Asyldrama von Anfang an abgeschworen und sich mit Stacheldraht eingezäunt. Dafür hat unser Spirituosenkenner Juncker... Dafür hat unser Spirituosenkenner Juncker dem ungarischen Präsidenten Orbán die rote Karte gezeigt und ihn öffentlich kritisiert. Wie kann Orbán es auch nur im Ansatz wagen, die Interessen seiner Landsleute zu vertreten? Griechenland hängt wie ein altersschwacher, gebeutelter Mann am Tropf der EU und Deutschland hat mit seinen 84 Milliarden Euro Bürgschaften dafür gesorgt, dass die Vollversorgung der griechischen Banken weitergeht. Als großes Dankeschön werden in Griechenland jetzt wieder Reparationszahlungen für den Zweiten Weltkrieg an Deutschland laut. Aber irgendwie sind die Griechen doch ein wirklich cleverer Haufen. Die wollen sich den Uso, den wir alle immer aufs Haus bekommen haben, mit einem Schlag wiederholen. Als im Sommer 2015 die Flüchtlinge vor den Toren der Bundesrepublik standen, konnte Frau Merkel nach ihrem Dafürhalten nicht anders und öffnete Türen und Tore. Die Sicherheit der eigenen Bevölkerung und die der Nachbarstaaten waren für die EU-Supernanny nicht von Relevanz. Merkel traf keine Absprachen mit unseren europäischen Partnern. Frau Merkel lud alles ein, was sich vom Bosporus bis Bayern auf der Straße befand und versprach eine umfassende Vollversorgung.
Die Begeisterung unserer europäischen Nachbarn hielt sich spätestens dann in Grenzen, als es um die Quote zur Verteilung der Flüchtlinge ging. Plötzlich waren alle nach Diktat verreist. In der EU herrscht somit im Moment alles andere als Einigkeit, Sicherheit und Freiheit. Die Südstaaten ächzen unter dem Euro, die italienischen Banken stehen kurz vor einem Zusammenbruch. Und wenn England geht, wird Griechenland vielleicht irgendwann folgen und mit Sicherheit wird es weitere Nachahmer finden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist jetzt an der Zeit, umzuschwenken. Es ist an der Zeit, den Frieden in Europa zu bewahren, aber nicht mit noch mehr EU, sondern mit freien Nationalstaaten, die in nachbarschaftlichen Beziehungen miteinander korrespondieren und als Staatenbund wirtschaftlich voneinander partizipieren. Wir müssen wieder lernen, deutsche Interessen in Europa zu vertreten und zu formulieren. Wir wollen keine Vergemeinschaftung der europäischen Schulden. Wir wollen keine Arbeitslosenversicherung zulasten deutscher Steuerzahler. Und deshalb brauchen wir im Europäischen Parlament wieder eine echte Opposition. Diese tut der Demokratie gut. Schauen Sie sich nur die aktuellen Debatten im Bundestag an. Ohne die AfD wäre das eine langweilige graue Politikshow mit jeder Menge Clowns und wenig Helden. Geben Sie der Alternative für Deutschland. Geben Sie der Alternative für Deutschland und unserem Spitzenkandidaten Jörg Meuthen am 26.05. Ihre Stimme. Sorgen wir dafür, dass unser Europa wieder lebenswert und liebenswert wird. Helfen Sie, die politische Landschaft in Europa nachhaltig zu verändern. Für eine echte Opposition im Europäischen Parlament, für ein Europa der Vaterländer. In diesem Sinne, vielen Dank.